Aha. Die Aufzeichnung ist gestartet. Konstant. Ja, die Aufzeichnung ist gestartet. Wir können jetzt gerne beginnen. Und wie immer, es wird ja dann wieder auf YouTube öffentlich draufgestellt. Und wenn du uns nicht siehst, dann sieht man ja gar nichts auf dem Film. Ich sehe euch jetzt. Ach, du siehst uns jetzt. Ich sehe jetzt, aber ich sehe, dass da noch 6 angerufen werden gerade und ja. Also ja. Ich sehe jetzt teilgenommen, Blatschenka ist da, Günther ist da, Andreas ist da, Naomi ist da und Godot ist da. Die sehe ich. Arik ist auch da. Den sehe ich nicht. Doch, doch. Ah, jetzt sehe ich ihn. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Günther. Wer ist da? Der ist da. Mhm. Ah, da ist er. Ja. Ui. Ui. Ui, ui. Oh, ein Kronleuchter. Soll ich ihn einschalten? Ja. So, für Frage, Birgit, warum bist du im Nebel? Weil ich ja heute meine Kamera nicht geputzt habe. Ach so. Und ich ja schon mich genügend gezeigt habe. Ich bleibe heute mal ein bisschen im Nebel, im Hintergrund. Irgendwie wäre mir nach Musik zumute. Godot, meinst du kannst reinspringen? Ich brauche ich noch Zigarettchen fertig. Okay. Was sollen wir jetzt hier gleich so Quatsch machen? Na, dann machen wir gleich ein bisschen Quatsch. Ja. Dann muss ich euch hier kurz mal ein bisschen rumtragen. Günther hat was von 2001 Odyssee im Weltall. Als wäre man in diesem weißen Raum und über ihm schwebt dieser sagenhafte Kronleuchter. Ich stehe so nicht auf dem Raum, sagt Arik. Das ist hier kein Klamauk. Ich fühle mich total, ich bin ganz ernst. Oh, jetzt kommt hier gleich. Radio. Audio, Video, Anstellung. Wow. Check, check. Ist das jetzt der virtuelle Stein? Nee. So. Ich bin trag die Tage mit Anstand. Ich bin kein übler Vergleich. Ich bin, trag die Tage mit Anstand, ich bin kein übler Vergleich. Ich bin, trag die Tage mit Anstand. Ein übler Vergleich. Ich bin, trag die Tage mit Anstand. Mach die
klein, klein, über den Zeitgeist, über die Einheitsbelüge, die Zeit, über die Ereignung, über du sonst auch Bescheid weißt und zeitgleich, Kühne aus Feinheit, Feingeist, klein, klein, über der Einheit, über die Zeit, die Lüge ist dein, mach die Lüge klein, klein, über den Zeitgeist, der über dir Einheit, Lüge die Zeit, über dir Bescheid, über du sonst auf Bescheid weißt, Zeitgeist, Kühne aus Feinheit, Feingeist, mein Teiling über der Einheit, über die Zeit, Lüge ist dein, ich bin. Trag die Tage mit Anstand, ich bin. Kein übler Vergleich. Ich bin. Ich bin. Trag die Tage mit Anstand, ich bin. Kein übler Vergleich, mach die Lügen klein, klein, über den Zeitgeist, über die Einheit, belüge die Zeit, über dir brichst ein, worüber du sonst doch Bescheid weißt, und zeitgleich Düne aus Feinheit, Feingeist, fliegt über der Einheit, die Lüge ist dein, ich bin. Tage mit Anstand, ich bin. Kein übler Vergleich. Bravo. Bravo, bravo. Zeitgleich, Einheit. Schön. Alrighty, dann müssen wir mal umstöpseln. Akit mag dich lieber angezogen. Ich freue mich schon so drauf, dann mir das so nachher anzuhören, wie scheiße das tatsächlich klang. Ach. Wir sind in Tönen sehr hoch. Was? Die Töne sind sehr im hohen Bereich drinnen, gell? Der Gesang. Ja. Also die Bässe gehen ein bisschen in den Subton runter, ja? Ja, ja. Weniger Mittelton und weniger Bässe. Ganz im Hellen oben. Ja, aber ist gut. Ja, die Stimme ja auch. Also ich fand es ganz schön, weil das so eine Art Live-Charakter kriegte, dadurch, dass also die Soundspur sozusagen getrennt lief und dann sozusagen, dass ich zusammensetzte aus der Stimme, die dann direkt kam, dann kam noch die Gitarre dazu, sodass das also eine eigenartige Mischung war. Es war also was anderes, als wenn wir jetzt dein Video gehört hätten oder angeguckt hätten oder so etwas. Und
das ist für mich eine seltsame Situation, eben hier in so einem elektronischen Medium, wo wir eh eine virtuelle Art der Zusammenkunft praktizieren und dann sozusagen so dieses Moment eines tatsächlichen Auftritts, so wie du es ja auch dann draußen machst, nicht? Dann also hier nochmal zu haben und gleichzeitig zu wissen, dass es da auch jetzt ein Video gibt, was ich schon gesehen habe und so, also es verkompliziert die Situation auf eine eigenartige Weise, wo ich so noch drüber nachdenken muss, wie das, also ich habe das noch für mich jetzt noch nicht durchdringen können, nicht? Dazu kommt, dass ich also den Text mir, glaube ich, noch mal gerne durchlesen würde, so weil ich mit dem Durchlesen werde ich genauer. Jetzt also, aber dafür dringt die Melodie sehr ein. Da, 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 die, da, 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 die, da. Genau. Okay? Die bleibt da. Ja, Ohrwurmlogik. Ja. Immer Ohrwurmlogik. Also ich bringe keinen Song auf den Markt, der keine Ohrwurmlogik hat. Dafür ist mir meine Zeit zu gut. Ja. Ich wüsste erstmal gar nicht, wie man sowas hinkriegt. Also eine Ohrwurmlogik. Also auch im bildnerischen Bereich ist das irgendwie nicht so eine Kompassnadel, Ohrwurm. Wo ist der Ohrwurm? Oder der Augenwurm? Und das finde ich aber dann auch wieder interessant, weil man das ja auch können muss, nicht? Und genau. Wie schaffst du das? Woher weißt du, dass eine Melodie ein Ohrwurm sein kann, potenziell? Es ist eher so eine Art von Attitüde, wie ich rangehe. Also es ist ja selten, dass ich eine Melodie habe und dann dazu Arrangement kommt, sondern ich bin einer von denen, der immer Arrangement entweder sich selbst macht oder angeboten bekommt und dann darauf eine Melodie findet und sich dann zu der Melodie der Text findet. Und dann ist es halt oft ein viel Rumprobieren, dann einfach improvisieren und dann ergeben sich da Patterns, wo man merkt, die haben so genau diese Ohrwurmlogik, also auf der einen Seite nervig, auf der anderen Seite kriegt man es aber auch nicht los. Ne? Es setzt sich fest und dann hat man so eine Art Hassliebe damit. Da gibt es so gewisse Sachen. Und auch dann oft dann Sachen, wo sagen, das ist voll nervig, aber trotzdem packt es ein. Und wenn man das dann hat, dann merkt man es auch. Ne? Das ist dann einfach so ein Finden durch Wiedererkennung. Also das stimmt schon. Also ich auch, ich schwinge sozusagen innerlich noch mit dieser Melodie. Das ist, hat halt so eine Resonanz. Ist es ja auch mein eigentlicher Prozess. Ne? Also mir gehen ja selber am laufenden Bande nur Melodien im Kopf rum, seit ich ein kleiner Pupser bin. Das ist ja gerade das. Ich konnte schon englische Songs singen, bevor ich wusste, was Englisch ist. Einfach nur die Töne reproduziert. Und dann die Sachen, die bei mir kleben bleiben, wiederhole ich öfter, versuche ich auf andere Sachen aufzulegen und dann... Also bei mir ist es irgendwie, ich finde nicht, dass es so eine Architektur hat oder so. Es ist eher diese Wiederholung, die sich nicht auflöst. Das haftet so, ne? Also normal hat man ja eigentlich sowas, dass es das wieder auflöst. Es wäre jetzt so eine gängige Art, so ein Lied zu machen. Und das löst sich nicht auf. Und das gibt dann so eine Spannung irgendwie. Ne? Ja, also und dann kommt es wieder und kommt wieder und kommt wieder. Ja. Das ist das Adagio-Thema. Das ist ja das, was dieses Lied auch wirklich jetzt besonders macht. Das ist erstens mal extrem kreativ, ist allein schon von der Struktur und auch von der Art, wie mit Klang umgegangen wird. Und was ich da so ein bisschen extrem treibt, ist dieser Ansatz des Horizontalen. In der Aufnahme selber wird ja dann selbst die Stimme, der Stellenpart, nochmal gedoppelt von der Frequenz. Und wenn man sich das auch laut anhört, so wie ich es aufgenommen habe oder abgemischt hat, glaubt man manchmal auch tatsächlich wirklich die Subtöne zu hören, beziehungsweise auch zu spüren, wenn man eine entsprechende Anlage hat. So dieser Ansatz in dem Ganzen. Zusätzlich natürlich ist es in dem Moment jetzt mit dem Ohrwurm-Element nicht so extrem, aber ich habe es einfach an mir, dass die Töne, die ich finde, jetzt selbst wenn ich in dieser horizontalen Ebene bin, jetzt wie im Adagio, wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt, was Adagio bedeutet, die Idee der gemächlichen Zeit, die sich hinzieht, aber trotzdem einen nie stresst oder annervt. Das ist diese perfekte, gereinigte Zeit. Und das war gut mit dem Horizontalen. Okay. Ja, da wird zum ersten Mal.
Ich sage mal, nur kurz haben. Big Brother. Okay, jetzt ist Günther weg. Nein, er ist da, er telefoniert nur mit jemandem. Ach so. Bild ist immer noch da von seinem Atelier, glaube ich. Ja, das, genau, stimmt, das Bild ist noch da. Ich versuche gerade eine bestimmte Ausstellung von mir bei Flickr zu finden, die zu dem Thema Wissenschaften passen würde. Mhm. Aber ich finde die Alben, bei Flickr haben die Sammlungen, früher immer so Sammlungen gehabt, das ist zwar immer noch da, aber da haben sie keine Bilder mehr, sodass ich die nicht wirklich schnell finden kann. Mhm. Und ich muss dann auf die Alben, aber innerhalb dieser Sammlung hatte ich diverse Alben. Und jetzt ist das also ein bisschen schwierig. Aber ich hab sowas gefunden, wo man das doch dann zeigen kann. So, okay. Das, genau. Jetzt hatte ich gedacht, wir gehen nach dem Lied von Godot rüber zu Günther. Aber das ist jetzt natürlich, jetzt also jetzt genau. Geht gerade nicht. Also dann gehen wir halt zu dem Stein und den Wissenschaften. Hm? Ja, zu genau, können wir vielleicht auch, genau. Also die Frage für mich war ziemlich früh, weil ich war immer ziemlich interessiert an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und ich hätte also, als ich angefangen habe zu studieren, hätte ich mir irgendwie so eine Mischung aus Biologiestudium und Kunststudium auch vorstellen können. Und das hat sich dann aber nicht ergeben und wahrscheinlich Gott sei Dank, weil ich gemerkt habe, dass ich mathematisch da auf keinen Fall mitgekommen wäre. Nicht? Also das ist, weil das eben nicht meine Art zu denken ist. Und ich habe mich aber immer für diesen ganzen Bereich interessiert. Und dann ist mir eben klar geworden, dass ich mich immer in diesem Bereich der Sekundärliteratur, der populären Verpopularisierung der Wissenschaft durch die Wissenschaft selber, nicht in diesen Sekundärbüchern mich immer aufgehalten habe, Kosmologie, also ich habe mir alles Chemie, Biologie, alles habe ich mir reingezogen, schon als Schüler und daraus ganz viele Fantasien gehabt, die also nicht einfach nur Science-Fiction oder Wissenschaftsfantasy waren und habe dann an der Akademie auch in mehreren Schüben Wissenschaft gespielt, also mit meinem Freund Ulrich Kügler, der ein toller Künstler ist übrigens, die Expeditionen gemacht, nicht? Also mehrere, also Burgund, Schottland, Norwegen, Korsika und dort haben wir also bestimmte Mischformen entwickelt, nicht also gleichzeitig zu forschen und Kunst zu machen. Das lief damals in dem Bereich Spurensicherung und private Mythologie. Und daraus hat sich eine Sache auf jeden Fall gehalten, dass ich oft Konstrukte nehme, die in der Wissenschaft zu entdecken sind. Der gegenwärtigen visuellen Kunst und ästhetischen Kommunikation möchte ich schneller herstellen und darstellen können. Aufstellen, wie auf Autobahnen, ohne Baustellen und Staus zu fahren und fast zu fliegen wie im Weltraum. Nur die Querbeschleunigung, auch G-Kraft genannt, und nicht die Vorstellungskraft nimmt mir die Geschwindigkeit. Und mit dem Kurvenfahren enorm zu. Gerade der Körper im Genickbereich wird lebensbedrohlich durch rasante und die hochriskante Fahrweise auf einer Rundstrecke belastet. Verbindendes Element zu den Technologien im Computer Moses ist die Frau, die nie ins Weltall flog. Keine Migration, keine Akkulturation, der Fremdkörper, Eindringlinge, Hexen, Schlangen, Madonnen, Nonnen, Huren, schwarze Krähen und so weiter hat hier stattgefunden im Chor der toten Raumfahrer. Stimmen aus dem Jenseits, hypothetische Feedback-Loops aus der Vergangenheit, reloaded in die Gegenwart und wahrscheinlich... Aber Barbarella,
Sie laden ein, mich aber mit Barbarella. Unendlich mit Spaß damit auseinanderzusetzen, um die Zusammenhänge zwischen Computertechnologie und Kommunikation und Kunst besser verstehen zu können, die ich noch nicht verstanden habe. Im M2M, Autopilot-Modus, funktionieren sie heute autonom, automatisch, systematisch und fast spielerisch bis kinderleicht. Dazu noch die möglichst originelle, individuelle, spezifische Methode und Melodie zu summen. Die kleine Hintergrundmusik, der angenehme Raumduft, die angenehme Raumluft und eventuell noch einen Kaffee zu brauen und eventuell heute die zu erfüllenden Aufgaben, um zur Selbstorganisation und Terminplanung und der künstlerischen Kommunikationssysteme M2M beizutragen. Da es der individuellen Absicht nach zum Ziel, Erfolg, Ehrung, Medaille als Schmuck- und Kunstobjekt beitragen kann, falls unterwegs das Projekt nicht im Rohrkrepiert als Frankenstein oder Missgeburt die ersten Anzeichen der Verwesung zeigt und in der Müllverbrennungsanlage entsorgt wird. Die Potifizierung ist der Beginn der Verwesung, kennzeichnet durch die Verfärbung, Geruchsänderung und die Verflüssigung. Und sie erfolgt insbesondere durch Autolyse, Gesetze, Regeln und Themen oder Theorien zur Autolyse im Computermodus wird mir zuerst noch weitgehend unbekannt. Weshalb aus diesem Grund, und das habe ich hierzu weiterhin mit organischen, anorganischen und technologischen Stoffen künstlerisch forschen möchte. Bekannt ist, dass ich jetzt eine Gesichtsmaske trage. Das hat geklungen wie von der Krankenschwester. Ja, ja, ich bin dann im Koma und neben mir ist dann diese Krankenschwester. Der Kleider und Kostüme nach konzeptioneller Stilvielfalt, Mode und Trend und nach Anlass auswähle. Und die Schuhe, entsprechend oder passend, dass du wechsle. Vom Schleichersneaker bis zum Stiefel oder manchmal auch eine Sandale. Doch die Autologisierung im Kunstsystem bezeichne ich vorerst in- und exklusiv. Als Autolyse oder Autopoiesis? Möglicherweise eine Form der Auto, weiß ich auch nicht. Ich werde sehen. Selbsterschaffung eines Systems mit und auch ohne Anschlussfähigkeiten. Selbstständigkeit in eigenwilliger Autofiktion betreiben, ohne die lästigen Investitions-, Jahres- und Unternehmensplanung für zum Beispiel den Dienstleistung- und Stiftungssektor mit Kunden- und Besucher- und Leserakquise auszustellen, zu verkaufen. Keine Ahnung, mir widerstrebt es persönlich nach wie vor so stark, dass ich radikal gewaltbereit und kämpferisch werde und in jedem Fall sofort erbrechen könnte. Die Stiftung so, also jetzt, glaube ich, muss ich einfach mal dazwischen gehen. Möglich. Also jetzt gehe ich einfach dazwischen. Die Frage, was macht heute Kunst? Wie wäre sie ins Leben? Wie war das nochmal gut oder so? Wäre sie aufzubauen? Das haben wir nämlich, ja genau. Das, Mensch, das war doch ein ganz heißes Thema und das haben wir heute irgendwie überhaupt nicht mehr aufgenommen. Das ist ja eigenartig. Der Begriff Science Fiction ist nicht gemeint, sondern Autofiktion. Was sagst du, Gute? Was macht sie eigentlich gut, die Kunst? Ich meine, sie macht ganz viel gut, das merkt man daran, dass alle darüber reden und rumnörgeln. Aber was denn eigentlich? Ja, die Fallen der Lebens- und Vorstellungskraft zwischen Bericht und reiner Erfindung eröffnet. Also ich würde jetzt gerne auch über die Lecture-Performance sprechen.
Das Intensive, also das Französische. Wir müssen jetzt uns entscheiden, ob wir jetzt Birgits Beitrag als englische Kunst und Kultur Hintergrund nehmen oder ob wir ihn und Lesebücher abwarten. Machst du mal ganz genau das, woran es im Augenblick mangelt. Ich unterbreche den Kontakt, nicht die Kommunikation mit nahen und fernen Freunden. Ich mache ich würde es wagen. Beeinflusst, wir können es ja mal probieren, ob wir das schaffen, schreiben, uns darauf dran zu konzentrieren. Vielleicht hört sie dann auch auf und sie interessiert. Muss sie ja nicht. Aber ich bin dafür, wir nehmen sie als Hintergrund. Was ich tun sollte, wollte, müsste, erwartet wird. Und auf dem Hintergrund können wir ja ausweichen, untertauchen und überfliegen. So ist diese eigenwillige Überlebensstrategie des Kunstschaffens. Traumgeist-Tagebücher. Traumgeist-Tagebücher. Manche nennen es schlicht vermeiden, zu faul sein und das Leben eigentlich zu verschlafen oder zu verstecken. Sabotage, ich die Konstruktion und das ständige Verschieben auf morgen später und andere. Die automatischen Felder. Seit wann ich diese moderne Ausformung der Autobiografie mit dem eingebauten Über-Ich systematisch praktiziere, weiß ich gar nicht mehr so genau. In jedem Fall seit längerer Zeit. Die schwarzen Bücher im Schrank sind der Beweis und die vokabularische Archivierungsmaschine. Wiederholungszyklen. Kommentieren, relativieren, reflektieren. Günther, ich fand die Liste ganz aufschlussreich und schön, die du geschickt hast. Fast wie eine Partitur. Ich mag nicht reden da. Was? Ich mag nicht gern mit anderen Leuten reinreden. Wenn die Bürger das jetzt machen will, soll sie es machen, aber dann gehe ich raus, weil ich mag nicht Leuten reinreden. Ach so, okay. Ich möchte nicht, wenn sie das meint, dass sie das machen muss, soll sie es machen. Aber dann kann man nichts anderes machen. Weil ich will niemanden reinreden. Also, weil sie ja nicht, weil sie ja etwas vorliest, ich bin nicht überzeugt davon, dass das ein Text ist, den sie selber gemacht hat, sondern es scheint ja eher etwas zu sein, was sie sozusagen begleitend liest. Sie ist ja sozusagen in meine Rede reingegangen und hat ja den Hintergrund dazu bilden wollen vielleicht. Und so hatte ich das dann verstanden. Dann bin ich ja verstummt, weil ich dann überrascht war. Und so ist das ja entstanden, von daher. Aber ja. Gut, also ich finde auch... Er hat die Bühne frei gemacht. Die Bühne ist frei. Jetzt ist die Bühne frei. Ja. Okay, Günther, du kannst bleiben, auf jeden Fall. Nein, mir geht es nur so, ich will nicht Leuten reinreden, wenn sie das macht, dann ist das okay. Dann hole ich mir das auch bis zu einem gewissen Grad an, bis sie aussteigt. Was passiert denn in diesem Aussteigen eigentlich? Was kannst du das genau benennen, was da anders ist, wenn du aussteigst oder noch zuhörst? Der Zuhören ist, dass ich mir dem sozusagen versucht, an dem mitzumachen. Weil Zuhören heißt, ich mache ihn gewissermaßen mit und wenn ich merke, jetzt mag ich nicht mehr mitmachen, dann steige ich aus. Und was klassifiziert dieses Mitmachen? Kannst du da irgendwie Finger drauf zeigen, was das ausmacht? Ja, so wie wenn ich dir da Musik zuhöre, dann mache ich ja immer mit, oder? Das heißt, ich singe ja fast innerlich mit und deswegen singe ich dann auch weiter und wenn ich das Reden höre, du hast ja auch drauf reagiert, du hast ja reagiert darauf mit Wortkaskaden oder Wortaneinanderreihungen, das versucht es einzuordnen, was das jetzt für eine Art von Reden ist. Und da hast du ja auch mitgemacht und dann darauf reagiert und gesagt, ah, sowas ist das, sowas kann das sein oder so. Mhm. Und das heißt, zuhören ist ja irgendwie, man ist ja eigentlich aktiv dabei, nur tut man halt nichts oder vielleicht die Fußnägel kratzen oder so. Na, halt so Klangkaskaden, ne? Es gibt schon einen Unterschied zwischen, ob man jetzt Kopfhörer auf hat oder ob man tatsächlich auch jetzt aktiv zuhört, was auf den Kopfhörern passiert. Also oft, wenn man Kopfhörer auf hat und dann aufgehört hat zuzuhören, ist einfach nur noch da. Es gibt natürlich, wie du sagst, viele, so wie du natürlich im Hintergrund der Musik hast. So, genau. Und wir dann das ist ja auch ein innerlicher Moment. Im Hintergrund, man kann sich einen Hintergrund schon setzen, nur ist es dann auch immer so wie eine Hintergrundmusik ist oder Bodun-Ebene, muss dir ja doch irgendwie dazu passen. Verstehst du, wenn die jetzt nicht dazu passt und du musst dagegen angehen, das geht auch wieder, aber
Ja, gibt es alle Möglichkeiten, gell? Natürlich, ja. Okay. Gut so. Aber, ja. Aber gut, wenn der Andreas sagt, die Liste hat dir gefallen, Andreas? Ja, das. Ich fand es, ich habe ja, da, es gab ja schon diverse Bilder, die ich mir angucken konnte und die ich sehr schön, die meisten, also jedenfalls sehr schön und aufschlussreich fand. Auch diese Unterscheidung, es gab einen Innenraum und Außenraum und es war nötig, es zusammenzudenken, um das Ganze zu verstehen. Und durch Birgits Erzählungen wusste ich auch schon, wie sorgfältig die ganze Angelegenheit, vielleicht zufällig sorgfältig, aber auf jeden Fall, ich fand es auch sehr treffend, dass platziert war. Und dann hatte ich aber kein Gesamtbild, nicht? Also ich hatte das Ganze hat ja nur einen Sinn, darüber zu reden, weil es kein Video nur gibt und aus dem Grund, und einige haben immer Teile gesehen, so wie ihr, alle möglichen Teile, haben sich selber was zusammengereimt, und von daher ist es ganz gut, wenn man es nochmal ergänzt. Ich will es nicht aufwärmen, weil man hofft, dass wieder was passiert oder dass man nochmal was macht. Aber ich glaube, dass es einfach eine ideale Situation war, die aus vielen Dingen zusammengekommen ist. Der Ort war ein Wahnsinn, die Bahnhofstraße dort, in diesem Bankenviertel da, und dieser Freiraum, der ja eigentlich wie ein Glaskasten ist, wo man nach außen schaut und wo dann die Bühne so ist, dass man auch draußen auftritt fast, war auch ganz super. Und es hat einfach ganz unterschiedlichste Ebenen drinnen gegeben. Die Grundebene ist ja vielleicht die gewesen oder da drinnen, dass mich das Thema Geld so interessiert, wie das heute aussieht. Und ich eigentlich seit 30 Jahren daran gearbeitet habe und deswegen mir schon ein bisschen auskenne da und dann Bilder dazu gemacht habe. Und die Bilder dann als eine Art Befragung des Themas auch angesehen habe. Und das ist in der Vorführung, glaube ich, ganz gut rausgekommen, dass die Bilder das nicht illustrieren, sondern dass die Bilder eher so eine These sind, was könnten die einem dazu sagen? Und da hat es eben diese Ebene, die Ebene, die war auch wunderbar, die von der Birgit, dass die Birgit einen so einen Widerpart gehabt hat und Fragen eingebracht habe, die ich nicht gewusst habe und auch so Provokationen eingebracht hat, die ich vorher nicht gewusst habe, die schon abgesprochen waren, dass sie das tut und die eigentlich der Situation sehr gut weitergeholfen haben. Und ihre Aktion, die eine Basis des Ganzen waren, weil beim Geld oder bei dieser Frage des Geldes, die mich interessiert, die Derivate, geht es ja immer um, die kreisen ja immer um Basiswerte, um das, dass man die Indizes oder diese Aktienwerte, mit denen spekuliert, ob sie rauf oder runter gehen. Aber jetzt immer um Basiswerte, und daher war die Aktion, die sie gemacht hat, so sozusagen auf der metaphorischen Ebene, glaube ich, ganz gut, weil sehr gut, weil die hat diese Zuckerberg, Fettberg, Ölberg, Goldberg und so weiter mit eingeschlossen, die ja immer hinter dieser Geldfrage steckt, dass man mit solchen Dingen spekuliert dann. Und da haben einfach viele Sachen zusammengespielt, und ich war ganz glücklich darüber, dass aus dem Zusammenspiel einfach neue Sachen in dem Moment entstanden sind. Ich fand ganz schön dieses Hochheben und Vorzeigen der Bilder. Das hatte was so von barocker Emblematik, die dann fast beschwörend oder eventuell sogar magisch heilsam oder so vorgewiesen werden, und so dass also man sagen konnte, der ganze Raum inklusive Geld ging also in so eine Metaphernwolke über, und man musste an jeder Stelle rätseln. Also was die Bilder jetzt genau mit dem Thema zu tun haben, wie sie also auf einer anderen Ebene mit dem Geld vielleicht verflochten sind oder auf mehreren Ebenen, also einmal in deiner Fantasie, einmal dann in der Realität, also jetzt als wahre Tauschobjekt
Spendentriggerer und so weiter vorhanden waren. Und also es ist eigentlich wunderbar, in dieser Mehrdeutigkeit schwimmen zu gehen, nicht? Also dass man, also man muss ja gar nicht so konkrete dies ist gleich Sachen vorfinden, sondern also immer mit Möglichkeitsräumen oder mit Ausdeutungsräumen zu tun zu haben, nicht? Das finde ich sehr spannend. Und wenn das jetzt nicht an sozusagen einer geplanten Symbolik festgemacht wird, sondern an dem konkreten Dasein einer Performance, wo es ja also also das Vorkommen von Hervorkommen von Realität, nicht, das dann durch verschiedene Öffnungen eindringt. Also das finde ich dann auch sehr schön, ja, auch als Beispiel für Performance. Nicht? Das war ganz eigenartig dran, weil diese Methode, dass ich dass ich zu einem Thema Zeichnungen mache, das mache ich seit 10 Jahren ungefähr. Und dass ich die dann in einer gewissen Größe mache, zuerst in Büchern in einer gewissen Größe, und dann rumliegen habe, den ganzen Raum ausgebreitet habe. Und wenn ein Red rumlaufen, oder irgendwo hängen. Oder das habe ich schon lange gemacht, aber das erste Mal ist mir da bei der Aktion aufgefallen, besonders auch durch die Fotos, dass die anderen das dann nachgemacht haben. Die haben sich auch so fotografiert mit den aufgehängten Bildern. Und da bin ich drüber draufgekommen, das ist so, wie du eben sagst, das ist ein eigene, sozusagen das eigene performative Element, das Hochhalten, gell, von dem Bild. Ja. Bild an der Wand haben, hinzeigen, sondern das Bild auch hochhalten. Das, wie du dich dann hingelegt hast, also wie ich das ja schon in Zürich erlebt habe, nicht? Also bitte keine Kunst anbeten oder so ähnlich. Ja. Auch nochmal runter zu den Werken, ne? Also in diese Sphäre, ne? Also so Geschichten und also das ist für mich also geradezu beglückend. Das ist zum Beispiel sowas, wo es zusammengegangen ist. Dadurch, dass die Birgit diese Rolle hatte, dabei, das war ausgemacht, sie soll sozusagen das Publikum auf der Bühne vertreten, indem sie komische Fragen stellt oder provoziert oder auch Fragen, die jemand aus dem Publikum stellen könnte. Das war ihre Aufgabe dabei. Und die hat sie fantastisch gelöst. Ja. Die Frage, wie sie bei der Lagarde hat sie zum Beispiel gefragt, ja, so ganz naiv hat sie gefragt, ja, mit wem ist sie denn verheiratet? So richtig die blödeste Frage, die eine Frau stellen kann über andere Frauen. Hat sie schon Kinder? Ja, oder hat sie schon Kinder? Wie viele? Oder haben ihre Kinder Drogenerfahrungen? Genau. Auf jeden Fall hat sie so. Und dadurch, dass sie diese Rolle, hört ihr mich noch? Hat der Stefan die übernommen und hat dann selber auch so mitgemacht. Und das war genial, der ist auch genial da. Und deswegen hat das so gut funktioniert. Ich fand das Hinlegen selber auch in meiner Wahrnehmung sehr wichtig. Ich kenne das auch von anderen Elementen, weil es ja eigentlich gestisch, biodynamisch so die demütigste Geste ist, die man machen kann als Mensch. Sich flach mit dem Bauch auf den Boden legen. Aber dann der Trotz dabei nicht als anbeten. Das Hinlegen oder die Verneigung. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig als Element, wenn man als Künstler vorstellt, dass man so diesen Moment der Demut auch zeigt und präsentiert. Und es war in dem Fall sogar nur so an der Stelle, weil es ja gegen Schluss war, aber es war nicht geplant. Das haben wir nicht jetzt eingeplant gehabt. Das war wirklich aus der Situation, weil der Stefan damit angefangen hat und die Birgit hat dann angefangen, ihren Zuckerberg zu übergießen. Und jetzt hat es ja fast einen religiösen, einen rituellen Charakter kriegt dadurch. Ja, genau, so wie der. Ich kenne die Entstehung die Entstehungsgeschichte von dieser Zuckergeschichte glücklicherweise ganz gut. Und da fand ich das neue Element, dass sie Essig nimmt. Ne? Ja. Also schockierend gut an der Stelle. Ne? Also wirklich unglaublich. Also wenn ich mir vorstelle, was für ein Geruch dann in den Raum kommt und so. Ne? Ich wiederhole mich aber auch andauernd nachher. Stille ist heilig, Schweigen ist heilig. Günther, wir hören dich mal. Schweigen war ja auch das letzte Element in der Metaphysik, wenn man so ein bisschen in die Ideengeschichte reinschaut. In analytischen Bibliotheken, also die philosophisch analytisch geordnet sind, hat man dann ja die Metaphysik sowieso nochmal abgegrenzt hinten
in der neuen Wänden. Und wenn man dann praktisch über die Jahrzehnte nach hinten geht, die letzten Meter, findet man dann zurück in den 70ern, 80ern, dann wird dann immer gesprochen über das Moment des Schweigens oder eine soziale Struktur des Schweigens oder die Plastik des Schweigens oder die Sinnlichkeit des Schweigens. Das ist so praktisch die letzte Erschöpfung. Ja, das ist ja, aber in dem Fall ist ja, hört ihr mich noch? Ja. Jetzt gerade wieder, also. Ja, es gibt ja diese verschiedene, es gibt ja diese metaphorische Ebene, zum Beispiel, dass die Birgit es baut, dass sie nichts sagt dabei. Und dass sie dann, das Sprechen ist ja eine ganz eigene Rolle gewesen dann. Aber das Nicht-Bauen ist ja Schweigen, wo sozusagen, wo man einfach handelt, tut, so wie wenn du dich bewegst und du würdest keinen Ton abgeben, singst nichts, sondern bewegst dich nur. Deine Art von Bewegung, die du machst, das ist so eine Art Schweigen in der Musik. Und so ist es auch da, wenn sie da handelt so oder wenn ich die Bilder hochhalte, dann ist das ja eine andere Ebene, die nur zu der gesprochenen Ebene dazukommt oder die ja überhaupt erst interessant bereichert macht oder so. Ja. Na, auf jeden Fall, es war, um es abzukürzen, es war eine total tolle Situation. Wir haben ganz wenig Leute gehabt. Es waren, glaube ich, 24 Leute. Davon hat aber jeder fast ein Bild gekauft oder beziehungsweise ersteigert, was eigentlich ein Hammererfolg war. Kann man sich normalerweise, gibt es das bei keiner Ausstellung. Und von daher war das, es war wirklich, da sind ganz viele Elemente zusammengekommen, die positiv, sehr positiv waren. Ja. Trotzdem habe ich, oder was heißt trotzdem? Ja, Kritik bitte. Ja. Verstärkend sozusagen eigentlich. Also ich möchte das nicht mit dem Wort Kritik weil um es also im wirklichen Sinne kritisch zu beurteilen, da bräuchte man mehr Zeit und noch mehr Material oder Einsicht. Aber Fragestellungen, die nochmal jeweils entsprechende Zugänge öffnen, nicht? Da ist also einer, ich fange mal unten an, hattest du auch im Kopf, es gibt ja eben Verfahrensweisen oder typische Strukturen, die in einem Wissens- oder in einem Gesellschaftsbereich gang und gäbe sind, meinetwegen jetzt in der Finanzwelt, nicht? Ja. Und die man dann sozusagen von den Inhalten entleeren kann und rübernehmen kann in die eigene Arbeit, nicht? So dass man den Strukturen folgt, ohne sie und sie mit eigenem Inhalt füllt, nicht so. Also ich habe als Beispiel, dass ich also den Casimir-Effekt, das ist also ein Experiment, mit dem man also Vakuumfluktuationen zwischen zwei sehr nah beieinander liegenden Metallplatten nachzuweisen versucht. Nicht? Also dass ich diese höre nah. Also, okay, hören die anderen mich? Ja. Okay. Ich habe nochmal probiert weiter, ja. Ja, also ich, also und dann hatte ich also eine Ausstellung gemacht, wo ich also den Abstand dieser beiden Platten verbreitert habe, so dass es also die Wände eines Galerieraumes waren und dazwischen dann diese Virtualität gelebt, nicht? Also auf unterschiedliche Weise, nicht? Also das ist eine sehr komplexe Geschichte gewesen. Ich lasse das Foto jetzt mal. Eben hatte ich mal kurz den Bildschirm geteilt, nicht? Also das war dann eben eine Struktur, die ich aus der Physik kannte, die ich dann in einer Ausstellung transportiert habe, sozusagen als ein Gerüst. Also ich hatte das Gefühl, dass das eventuell bei der Performance auch gewesen sein könnte, weil du ja auch du ja Unterschied mit den Fachbegriffen ziemlich vertraut zu sein bist wahrscheinlich, nicht? Und hatte ich gedacht, dass da vielleicht so etwas noch mit passiert. Na, das ist dasselbe. Eigentlich ist es ganz dasselbe. Du kannst die Wertstellung eines Bildes entwickelt sich eigentlich nach dem Phänomen von einem Future oder von einer Option. Die ist ja auch, Future ist ja oder Option ist ja Termingeschäft. Ich spekuliere auf das, dass der Wert zunimmt oder der Wert fällt. Was ist das anders als wie Kunst? Die ganze Rezeption mit Kunst, aber wenn man das sozusagen in den Bereich des Kaufens oder des Besitzens reintut, dann hat man ja auch sowas. Du kaufst nur etwas, wo du denkst, das hält sich. Zumindest so, das macht mir nur lange Freude oder das ist interessant oder es ist wertsteigernd. Oder du gehst so weit, wie man heute geht, es ist wertsteigernd. Das heißt, das Kunstwerk selber
ist ja eigentlich das Grundprinzip dessen, was in diesen Finanzprodukten dann so in Details entwickelt worden ist. Und da, aber das Problem ist ja die Skala. Ne? Nicht jegliche Form von Linie, nicht jegliche Ebene von Wertigkeit lässt sich skalieren. Du hast ja jetzt direkt verglichen mit den Futures, dem Investieren, da geht es ja um Skala, hoch, runter, so wie du es gesagt hast. Ja. Ganz sehr viele wichtige, eigentlich die wichtigsten, die Elemente der Kunst lassen sich nicht skalieren auf diese Art und Weise. Sie haben natürlich oft dann intensive Prägnanz, wo man dann Hierarchien feststellt, aber nicht in dieser simplizistischen, alles eingehende Kurvenform, Sinus, glaube ich. Ja, aber die Tendenz ist halt grandios. Das heißt, heute sind Kunstwerke nur mehr wie Gold, wie Edelsteine. Auf dem Markt, ja. Das heißt, aber der schwingt ja jetzt schon, also der Kunstmarkt an für sich, der ist ja schon so in Inflation und Deflation, den kann man schon gar nicht mehr als einheitlichen Markt bezeichnen. Das sind ja nur kurze Marktelemente, die dann extreme Ausschläge geben. Sind ja dann genau Unterschiede, die man dann erfährt, wenn man also im Grunde die eine Struktur sozusagen übersetzt in die andere, wo man dann auf einmal merkt, es gibt dann eben Diskrepanzen, wo das dann eben nicht funktioniert, nicht? Also man könnte sagen, tatsächlich ist jetzt die Nähe, die strukturelle Nähe zeigbar, nicht? Ich habe echt das Problem, ich kriege den Frank hier nicht dazu geschaltet, so. Eigentlich müsste der sich doch reinklicken können. Ja, genau, normalerweise ist es so einfach, dass es so grün aussieht. Der Frank müsste jetzt auch da sein, den sehe ich zumindest. Ja. Aber da sind wir wieder nur zu dritt. Aber es kommen vielleicht die anderen. Ja, die anderen. Tadam. Tadam, so spannend. Die Technik macht das Ganze immer noch mal schiffbrüchig. Ja, und ich habe da nochmal das Gefühl, ich hörte das jetzt hier besser, aber ich musste das Ganze beenden und alles raus und dann nochmal ganz neu starten und dann jetzt. Jetzt fehlen aber Godot. Ja, genau. Der hängt jetzt noch im vorigen. Ah, der alte läuft noch. Genau. Ja. Herrlich. Wieso läuft der alte noch? Also, ich hab den dann eigenhändig abgeklemmt. Ja, ich auch. Und das haben die anderen jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Ich weiß mal nicht, wie man die da. Da ist ja eigentlich dieses Symbol, dass man die reinholen kann. Ne? Ich mache das jetzt mal. Ob das so geht? Aufgezeichnet wird auch noch. Ja. Jetzt geht diese Funktion wieder. Ich habe jetzt ich habe die jetzt hinzugefügt. Eigentlich müssten sie jetzt. Arik und vier andere werden angerufen. Mhm. Beziehungsweise fünf werden jetzt angerufen. Mhm. Ich entschuldige mich jetzt nicht. Nein, nein.
Also was jetzt fehlt, ist, dass die Maschinerie, die ja also hochkomplex ist, nicht über Rheuma klagt und sagt, es täte ja leid. Wer über Rheuma klagt, habe ich akustisch nicht gehört. Die Maschinerie, die Technologie hier, die, ach, okay, die Programme und so weiter. Ja. Du, ach, jetzt kann ich das gar nicht, das wird ja aufgezeichnet, das hat ja hiermit gar nichts zu tun. Ich wollte gar nichts zu Frank sagen. Arik ist wieder dabei. Ja, sag doch was, Birgit. Ja, ich habe das ja nochmal angehört, ne? Mit jetzt bitte sprechen. Mein Gott, habe ich da viele Ums und Ums gesagt. Und, naja. Ich hab bei mir den Verdacht, dass ich zu viel mit dem Klaus gesprochen habe. Und er stottert nicht mehr und jetzt dafür habe ich dann Wortfindungsstörung. Also. Und dann, wie bin ich eigentlich da drauf gekommen mit diesem deutschsprachigen Raum? Auch vollkommen ich glaube, wir sind keine professionellen Sprecher. Ich glaube, man möchte ziemlich schnell irgendwie was abstecken, um irgendwie so eine Verständigung, weißt du, so ein Feld irgendwie, wo man sich bewegt. Es fehlt Günther noch. Ja. Ganz interessant, ganz interessant. Welche Konstrukte man sich so dann auch. Frank ist da. Günther. Und jetzt. Der ist weg. Babs ist dabei. Godot ist ja auch noch nicht da, oder doch? Ja. Okay. Ah ja, Godot ist auch weg. Ja. Ich kann das gar nicht hier sagen, ich war nicht dabei. Da kommt er, der Godot kommt. Ja, hallo. Ja. So, jetzt noch Günther. Hat nicht irgendjemand auch mal irgendwann gesagt, das sollte ich mal wilder werden? Hm. Andreas ist auch weg. Ah nein, da oben. Nee, ich bin da. Ich, ja, okay, ich sehe. Wir sind gar nicht wild, wir sind voll zahm. Geradezu lieb. Ja, ich bin nicht Musiker. Ja, jetzt geht's aus. So. Okay. Ich sehe jetzt so ein ganz schwarzes Feld. Wer ist das? Das bin ich. Ah, okay. Aber ich höre und sehen tue ich euch auch. Mann, es tut mir jetzt, ich sage jetzt nicht wieder leid. Kann man den Günther nochmal gezielt anrufen oder, ich weiß nicht, führt das wieder zu Chaos? Vielleicht will der auch gar nicht, vielleicht telefoniert er wieder oder so. Da oben links ist er doch, ach nee, das ist nicht Günther, das ist der Frank, gell? Batschenka. Naja. Batschenka. Frank. Das ist interessant. Tja. Was ist interessant? Ich könnte hier jemanden hinzufügen. Ja. Ja, der. Und dass das bei diesem, also in dem Telefonat, in dem ihr euch befandet, dass das da nicht mehr ging. Also, und das Komische war, wenn ich darauf anrufe, dann kam das hier sonst wo raus. Also ich habe so ein Zeichen, dass Günther angerufen wird jetzt. Ja, ich auch. Bin schon wieder drinnen. Super! Oh. Ja, der Kronleuchter. Oh, wir haben alle auf dich gewartet. Ja. Schrecklich gelitten, was fällt dir ein, einfach so weg zu sein? Mensch. die technischen Labyrinthe. Wo waren wir denn? Ist der Frank dabei? Ja, Frank ist jetzt dabei. Ist Herr Frank dabei? Ja. Ja. Okay. Hat sich das jetzt wenigstens gelohnt. Ich würde sagen, ich stelle einen Antrag auf Verlängerung um etwa 10 Minuten, weil die jetzt durch Technik verloren gegangen sind. Ich bin schuld. So mal. Ja, genau. Ja, mit Schuld. Ach Gott, meine Güte. Also es ist ein so altes, unseliges Deutungsmuster. Schlimm, ne? Schlimm, ja, ist wirklich, also ich finde, also 90% der Schulddebatte könnte man eben in der Pfeife rauchen. Also es wollen lieber doch nicht rauchen. Egal, das ist ein anderes Thema.
Ja, Verlängerung angenommen. Ja. Ja. Ich spreche ruhig weiter. Ich finde mich dann schon ins Gespräch rein. Gut. Genau. Wir müssen jetzt uns auch erstmal selber wieder reinfinden. Günther und ich waren gerade auch irgendwie womit zugange. Achso, es ging, da hatte Godot auch eben sich weiter geäußert über inwieweit also eine Struktur, die aus der Ökonomie kommt, eben auf Kunst übertragbar ist. Und da gab es also eine ganze Reihe gute Beispiele dafür, dass das eh schon ist, in dem Moment, wo man das in diese so eine Performance reinholt. Und dann hatte Godot widersprochen, weil er eben sagte, das wäre eben nur die eine Hälfte von Wertigkeiten, die damit erfasst würden. Und da waren wir dabei, uns zu kabbeln, aber hatten das noch gar nicht mal richtig begonnen. Das ist ja gerade das Interessante, dass zum Beispiel, wenn man die Kunst, wir sind ja alles arme Schlucker, in gewissermaßen. Das heißt, wir könnten im Ökonomischen ja gar nicht existieren. Das heißt, in dem, was normalerweise Wirtschaft ist, existieren solche Leute wie wir nicht. Die fallen unter Sozialsystem. Die fallen unter jemanden, den man mitschleppt oder so. Die sind aber ökonomisch nicht... Ja, Künstler leistet man sich. Ne? So eine Gesellschaft leistet sich ihre Künstler. Genau, genau so ist es. Aber da macht es deutlich den Unterschied, dass wir viel beweglicher sind. Das heißt, wir sind viel beweglicher wie das Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem könnte an sowas, wie wir das sind als Künstler, können wahnsinnig viel lernen, weil wir ja eigentlich das Optimale der Ausnutzung von Ressourcen sind. Ja, aber das ist auch unsere Aufgabe, da wird es auch definiert. Ne? Man kann auch fast schon sagen, Kunst ist dafür da, mögliche Märkte im Randbereich kreativ auszutesten, so kann man auch schon einsetzen. Die Kreativität ausbreiten. Wenn das jetzt so kritisch angeht, jetzt sozusagen, aber an sich ist es so, dass das, was du da gemeint hast mit dem, dass in der Wirtschaft ja alles mehr kategorisiert und genormt ist und mehr, das ist ja genau das, was das Interessante ist, wenn die zwei Bereiche zusammenkommen, wo der Wirtschaftsbereich dann in Schleudern kommt, weil er sowas gar nicht ertragen würde, weil es zu ihm gar nicht reinpasst. Weil es auch Leute mit ihrer Identität nicht. Ja, mit dem und das macht das Ganze ja so interessant, dass man da zwei Dinge zusammenbringt, die wohl sehr große Überschneidungen haben, aber eigentlich sich gar nicht vertrauen könnten miteinander normalerweise. Weil sie sich, das erlebt ja jeder biografisch an der Stelle, ich habe das erlebt als 30-Jähriger, wo ich alle Chancen hatte, großen Erfolg zu haben und alles getan habe, nur um mich dagegen zu wehren und alles dagegen zu tun. Das heißt, man erlebt, wenn man mit dem in Verbindung kommt, dass das, was man tut, verkauft werden kann. Und dann von Leuten dann gut verkauft wird, weil die merken, aha, da können wir was mit, da können wir was rausholen. Dann kommt man ja genau in den Bereich rein, wo man so sozusagen eine andere Art von Ökonomie entwickeln muss als Künstler, der sich selber schützt, weil der Künstler ist das Wichtigste, sich zu schützen vor dem, dass das, was er will, machen will, dass ihm das nicht genommen wird, dass ihm das nicht verdorben wird, dass ihm das nicht von anderen verkauft wird, das ist nicht von anderen und das ist ja eigentlich aber etwas ganz Entscheidendes, was auch die Wirtschaft brauchen würde, weil die ja genauso schützen muss bei Erfindungen, bei Patenten und so weiter. Das ist ja eine ganz ähnliche Sache, nur sind wir da viel, viel extremer. Wir so wie ich zum Beispiel ein halbes oder ein ganzes Leben lang finanziere mich mit was ganz anderem und nicht über die Kunst, nur damit ich meine Kunst erhalten kann. Und das ist so ungefähr, das würde jeder Investor sagen, ja, bitte maximal 3 Jahre oder 5 Jahre, aber dann muss ja schon was rauskommen. Oder so. Aber rauskommen tut nur was, wenn man so macht, meines Erachtens, wie wir das auch machen, dass wir etwas ein ganzes Leben lang machen, ohne jemals oder einen größeren Gegenwart zu kriegen. Ich bin jetzt 65 und denke, ich bin immer noch. Das weiß auch jeder Künstler, dass das Kapital, also jetzt sind also das Künstlerkapital, das Arbeitskapital, so wie man eine Arbeitskraft ist, ne? Ja. Dass man das als Künstler nicht so direkt vergleichen kann mit einer normalen Arbeitskraft. Und
auch den Gewinn, den man dafür kriegt, dass es was zu tun hat mit dieser Genealogie und dieses Älterwerden, auch dieser Moment, wo man mit 30 merkt, wow, ich habe tatsächlich endlich mal irgendwie was geschaffen, auf das ich irgendwie zurückgreifen kann. Es lässt sich aber auch nicht so richtig skalieren oder festmachen. Ja, genau. Ja. Aber das wirkt auch auf ganz, ganz anderen Ebenen. Ich meine, das Finanzielle ist da eher nur eine Seitennote, die sich vielleicht dann so ergibt, wenn man Glück hat. Ne? Ja, ja, es gibt ja ganz viele Leute, die das gar nicht aushalten. Ich meine, es gibt ganz viele Biografien, die nicht den Erfolg nicht ausgehalten haben, die seinem Erfolg zugrunde gegangen sind. Ja. Und es gibt ganz viele Leute, die wunderbare Arbeiten machen und überhaupt keinen Erfolg haben. Man entdeckt immer wieder Leute, wo man merkt, hat jemand, eine Frau oder ein Mann, ein ganzes Leben lang gearbeitet, hat ein wunderbares Werk geschaffen und es ist eigentlich immer irgendwie mehr oder weniger. Und dann gibt es sogar Künstler, die nie international bekannt werden, nie werden und trotzdem regional was hingekriegt haben. Da gibt es in Europa eine ganze Tradition, dass in allen Regionen gibt es wahnsinnig tolle Leute, die könnten genauso in den Metropolen sein, aber die sind nur in ihrer Region bekannt, aber trotzdem machen sie was wahnsinnig Tolles. Ein Spielraum, ja, ein Spielfeld war jetzt, also im Deutschlandfunk gab es ein Feature, wo sie über die DDR-Kunst geredet haben und da über die verfemte Künstler oder Künstler, die im Schattenbereich gearbeitet haben und ihre Werke nie ausstellen konnten. Und dann kam die Wende und dann war sozusagen die Möglichkeit eigentlich offen, dass sie nun rauskommen. Und dann kam aber der Westen mit seiner arroganten Art, also nicht genau hingucken zu wollen, sondern seine Muster aufzuprägen. Und wieder sind die Dinge im Keller verschwunden. Und jetzt langsam taucht es offenbar auf, dass darüber nachgedacht wird, nicht? Also, dass man da möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, sondern sicher Unglaubliches verpasst hat, nicht? Und da gerät dann wieder die Gefahr, dass das dann eben so das Tentakeln, nicht Tentakel, das Greifen, Scouten nach neuen Produkten ist. Also dass dann das, was dann entdeckt wird, eben sofort also auf seine Marktgängigkeit geprüft wird. Nicht? Und das ist dann natürlich wieder, für mich ist es dann wieder entsetzlich. Nicht? Das ist aber gut. Also aber das ist genau so ein Punkt, wo sich das Leben des Künstlers abtrennt von der normalen ökonomischen Denke, die ringsum herrscht. Und das ist oft schwer auszuhalten, natürlich. Nicht? Also, ich denke, die meisten Sprachen kommt halt wirklich an diesem nicht zwingenden Verhältnis von Qualität und Erfolg in der Kunst. Das ist ja nicht mal, also da gibt es ja nicht mal indirekt sehr große Verbindungen. Es gibt auch diesen einen Fall, den jetzt Günther vorher nicht erwähnt ist. Handfilm sind Leute, die Scheiße produzieren, aber wahnsinnig erfolgreich sind. Ne? Das ist ja sozusagen dann die wahre Realität des Kapitalismus, dass ungeheuer viel Scheiße produziert wird, die trotzdem viel Erfolg hat. Aber es ist vielleicht gar nicht mal Kapitalismus, sondern die Leute gehen rum und picken das auf, was sie gerade meinen, brauchen zu können. Und je nach ihrem Horizont und ihrer Einstellung picken sie eben sehr viel Bequemes, Vollmundiges, weiß nicht, da gibt es ja diese Gewalt der ästhetischen Erscheinung, die dann übertölpelt. Ja, das Design, ne? Also Marketing oder das Marketing mit Coca-Cola und McDonald's, da wurden ja Bedürfnisse entworfen und produziert und speziell eingesetzt. Ne? Und dann auch wirklich über diese Dosen über Jahrzehnte lang gefördert und befördert. Das ist ja dann eher das Kapitalistische, dass man praktisch, weil die natürlichen Bedürfnisse noch nicht ausreichen an Marktexpansion, dann auch noch zusätzliche, unnatürliche Bedürfnisse geschaffen werden. Genau. Ich würde sagen, das müssen wir jetzt als Schlusswort nehmen. Naomi, das ist ja jetzt sozusagen die 10-Minuten-Verlängerung durch. Ich glaube, wir sollten gongen und dann alles, was jetzt noch nicht besprochen ist, vertagen, weil ich finde, wir sind da wirklich auf einen Nerv getroffen, den man immer wieder aufnehmen und auf den man immer wieder einsteigen können oder immer wieder einsteigen sollte. Also dann mache ich den Gong und ich verabschiede mich. Bis nächstes Mal. Okay. So, es wird nur, wird nicht der Talk ausgemacht, sondern nur die Aufzeichnung. Birgit, walte deines Amtes.